Hallo und herzlich willkommen heute vom Testserver zu Patch 09.15.1. Dieser Patch wird bei weitem nicht so gravierend sein, wie es die vergangenen waren, sondern da wird ganz klar wieder auf das Thema HD-Arbeiten eingegangen. Es gibt sagen und schreibe 24 neue HD-Models und 4 weitere wurden überarbeitet, also schon bestehende HD-Models, die nochmal überarbeitet worden sind. Die einzige und wahrscheinlich größte Änderung ist der Ersatz von der Lorraine 40T durch die Battalion 25T AP. Aber die zeige ich euch dann nochmal nachher im Detail. Wir gehen jetzt erstmal die HD-Models durch und gehen es einfach nach Nationen. In dem Fall starten wir mit den Russen und dem MT-25. Ich denke, großartig kommentieren muss ich das nicht, weil Bilder sagen dann doch mehr als Worte. Und gerade der MT-25 ist jetzt ja vielleicht nicht unbedingt das allergrößte Highlight, genauso wie der AT-1. Natürlich die HD-Arbeiten sehr schön. Wie gesagt, die HD-Panzer bei World of Tanks sind unglaublich schön gemacht. Also da kann man sagen, was man will über die Grafik bei dem Spiel, aber die Panzer selber sind wirklich fein. Dann hier wird es jetzt etwas größer. Su-100Y. Der 6er Premium TD. Und der letzte der Russen, der in dem Fall überarbeitet wird, ist die Su-100M1. Auch hier schönes Detail übrigens. Der verrußte Auspuff, der dann auch hier drüben die Spuren zurücklässt, also die HD-Panzer, wie gesagt, wirklich fein. Jetzt kommen wir dann zu den wichtigeren Panzern aus unserer Sicht, und zwar den deutschen. Anfangen tun wir mit dem Großtraktor Krupp, dem Tier 3 Premium mittleren Panzer. Der Panzerkampfwagen 3, Tier 4 mittlerer Panzer. Die sind, sag ich mal, nice to have, aber die Highlights seht ihr gleich unten. Die folgen jetzt dann erst. Und zwar, ich denke, einer der Panzer, auf den am meisten und am längsten schon fast gewartet wird, ist der E75. Dass der endlich in HD erscheint und nun ist es soweit. Wir haben ihn in der HD-Variante. Gerade hier oben sieht es sehr schön aus, um die Kanone herum. Sehr feine Arbeiten. Deswegen schauen wir uns da auch den Turm nochmal etwas genauer an. Also wirklich ein schönes Gerät. Nicht minder spannend ist natürlich die Maus. Es ist und bleibt ein fahrender Bunker. Nur jetzt etwas detailverliebter. Der Hetzer hat einen neuen Namen bekommen, der heißt jetzt nämlich Jagdpanzer 38T Hetzer. Also falls ihr euch da wundert, das ist kein neuer Panzer, sondern dem Hetzer hat man nur diesen Jagdpanzer 38T Beinamen noch verpasst. Die Maus übrigens war ja schon HD, aber eben eines der 4 Modelle, das da angepasst worden ist. Ihr seht, die Deutschen gehen noch deutlich weiter. Hier jetzt der dicke Max. Auch ein sehr beliebter Panzer. Tier 6 Premium TD mit einem tollen Richtbereich nach unten. Also mit dem kann man auch die eine oder andere Runde richtig schön bestehen. Und die deutschen TDs, die gar nicht so lange im Spiel sind, auch direkt auf HD aufgemotzt. Der Rheinmetall-Borsig-Waffenträger hier, Tier 8. Natürlich hier in dem Fall mit meiner Bemalung drauf, beziehungsweise auch natürlich meinen Sprüchen als Münchner. Natürlich München. Der Waffenträger
und die Artis werden auch angefasst, in dem Fall von Tier 8, von Tier 7, 8 und Tier 10 ist da enthalten. Also als allererstes mal der GW Panther. Dann der GW Tiger P. Also die Artilleristen dürfen sich da definitiv auf was freuen. Und zuletzt der GWE 100. Auch immer schön mit den Innenarbeiten hier. Das war's dann von den Deutschen. Ich glaube, da waren ein paar schöne Geräte dabei. Nun gehen wir Richtung Amerika und fangen mit dem M22 Locust an. Der nachfolgende Panzer, jetzt der M103, wurde das HD-Model überarbeitet. Da gab es ja schon eins. Ist ein wirklich sehr schönes HD-Model, muss ich sagen. Das haben sie sehr detailverliebt erstellt. Sehr, sehr schönes Gerät. Der T-57 Heavy Tank, der hat wiederum erstmalig sein HD-Kleid. Der M8A1 ebenfalls, auch frisch aus der Lackiererei sozusagen. In dem Fall eher Designschmiede, weil Lackiererei, man sieht schon an den Panzer selber, dass der definitiv nicht frisch lackiert ist. M18 Hellcat hat auch eine Überarbeitung bekommen. Das ist dann der vorletzte, der eine Überarbeitung erhalten hat. Den nächsten gibt es dann aber erst bei den Briten. Und der letzte Amerikaner ist dann die Tier 4 ATM 37. Bei den Franzosen selber, da hat es gar nicht so viel erwischt, und zwar nur einen einzigen Panzer, den AMX 1375. Und damit beenden wir schon wieder die Nation Frankreich und gehen zu den Briten weiter. Tortoise ist der letzte Panzer, der schon in HD war und der überarbeitet worden ist. Und dann das Dickschiff, der Kinderwerfer FV-215B-183. Ein Riesengerät, was an seiner Tödlichkeit und Stahlkraft durch das HD-Model definitiv nichts verliert. Und der letzte Brite ist dann dafür ein etwas kleineres Gerät wieder, die Tier 6 AT FV-304. Und dann geht es jetzt schon weiter mit den letzten drei, dem T-34-1 hier zu Beginn. Und damit natürlich China als Nation.
Dann dem 10er mittleren Panzer 121. Und last but not least der 113er. Das war es dann mit den neuen Panzern, beziehungsweise die neuen, die auf HD umgespielt worden sind. Allerdings gibt es noch einen wirklich neuen, und zwar verbirgt sich der bei den Franzosen. Und hier drüben, wo er sich eigentlich die Lorraine 40T befunden hat, gibt es jetzt Badgett 25T AP. In dem Fall, ich habe es hier schon voll ausgerüstet. Ich will euch hier erstmal die Optik zeigen, weil den Panzer selber vorstellen werde ich euch in einem eigens dafür erstellten Video. Ihr sollt hier einfach nur mal so einen kleinen Überblick bekommen, was mit dem Patch 09151 so passiert. Ansonsten, es werden noch drei Minimaps überarbeitet von Prokhorovka, Ensk und El Haluf. Die können wir eigentlich noch mal ganz kurz angucken. Und zwar El Haluf. Dann Ensk. Und zuletzt Prokhorovka. Die Karte Paris wird nochmal hier auf dem Testserver getestet, wird aber wahrscheinlich erstmal noch nicht live mit dem Patch kommen. Und dementsprechend war es das auch schon. Ja, das war es von dem Video selber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Besonders die HD-Panzer sind natürlich immer schöner im Spiel zu sehen als auf irgendwelchen Bildern. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß bei World of Tanks. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.